Und damit ein wunderschönes Herzlich Willkommen zu einem weiteren Teil Arkok 0. Ich bin jetzt tatsächlich echt über eine Stunde rumgeflogen, habe einen High-Level Petri gesucht. Ein 95er Petri ist es jetzt geworden. Ja, ich hatte es einfach leid, irgendwie noch weiter groß zu suchen. Ich hoffe, dass er jetzt hier safe liegt. Hier zum Sprung weiter und dann ist jetzt hier ein Spruch irgendwie. Was dazwischen kommt. Ja, Ausdauer ist zwar jetzt nicht gerade sehr hoch, aber das leveln wir dann einfach dann mit der Zeit hoch. Wir brauchen jetzt einfach auch ein Petri, womit wir ganz schnell von A nach B kommen. Der Argentavis ist zwar... ist zwar ganz gut. Aber wenn wir jetzt mal Mittwoch mal fliegen wollen oder so, dann ist ein Petri natürlich viel, viel praktischer. Level dazu. 47 wäre bei 142. Das sollte dann erstmal passen. Ja, ich habe unterwegs ein paar Loot-Drops gefarmt, so Bauplan bekommen, Gilly, Schuhe, eine fertige Metallsichel, Geselle. Schnappen Aufsatz, also, ja, mehr mittelmäßig. Gelben Loot Drop habe ich noch gar nicht gefunden, geschweige denn rot. Ja, das kommt dann vielleicht noch zwei, ein bisschen Geduld und auch halt ein bisschen Glück. So. Wird er das nächste Mal essen. Bei 91 ist er jetzt. Ja, und dann fliegen wir mit den Ziemlich nach Hause erstmal. Gucken, was zu Hause los ist. Wie gesagt, ich bin jetzt über eine Stunde lang rumgeflogen. Ich wollte es auch nicht aufnehmen, weil es macht halt einfach keinen Sinn, wenn ich jetzt hier eine Dreiviertelstunde Videomaterial hochlade und ihr mir dann zuguckt, wie ich hier Petri suche und keinen finde. Also keinen guten jedenfalls. Ja, in der Zwischenzeit ist der Argy noch ein paar Level aufgestiegen. Er hat jetzt 2500 Gewicht. Ist auch schon mal ganz nice. Lässt sich auf jeden Fall wieder Metall fahren. Sehr gut! Meistens ist der Arc immer genau so. Davon ist noch ein Spino. Der 90 Uhr. Ich habe mal einen Hund von 115er Spino gefunden. Das wäre natürlich dann für später mal auch mal ganz nice. Dieses typische Arc. Ich wollte gerade sagen. Das ist dieses typische Arc-Phänomen. Du findest einen Petri. Will ich den jetzt über dem Wasser abschieße, ey?
Das macht halt wenig Sinn, dass der da über dem Wasser fliegt. Es war mir so klar, ich wollte gerade sagen, diese typische Arc-Phänomen, du hast einen Dino gezähnten High-Level. Ja, und kurz darauf findest du noch einen besseren. Stundenlang suchst du ihn, findest du nicht. Ja, bist du auf dem Weg nach Hause. Leider nein. P3, der drauf Bock, ey. Schön penetrant, engsten Raum folgen. Der weitere Plan. Oha. Hier los. Dann irgendwann mal mit dem Petri rausfliegen, denn halt mal so was mal ausgibt. Ich fühle nicht bloß, dass er Pissen nicht besser kann. Wird er noch gewesen sein als Komfort.
wir brauchen definitiv erwähnen noch mal. Also noch ein paar Metal Runs. Gar keine Frage. Von Metall kann man eigentlich viel machen. Also Base-Ausbau ist ja ganz klar, ne? Also steht auf jeden Fall im Fokus. Fabrikator. Danach dann Industrieschmelze. Dann wird die Stromversorgung im Gebäude installiert, womit man dann Chemietisch steuern kann. Dann geht alles einfacher und schneller. Strand ist auch mal sehr, sehr angenehm, mal so ab und zu mal zu gucken, ob hier nicht vielleicht ein paar Trilobites langkrabbeln. Leder. Oh, mega leck. Hat er 300. Oha. Auf jeden Fall, wir waren eine ganze Zeit lang nicht mehr zu Hause. 8 Level hat der. 500. Ach.
mal mit. Wird nicht baut, genau. Der war doch, glaube ich, mit Zement, ne? Genau. Zählt noch Öl? Ja. Zählen Öl? Oh, locker! Sehr gut. So, aber wir Fabrikator brauchen wir Öl, Benzin. Und wie im realen Leben natürlich, ne? Benzin macht man aus Öl und Leder. Hervorragende Sache.
wir müssen definitiv Metall farmen gehen. Sondern eine Menge geschmolzen, aber das reicht bei weitem nicht. Kristall, oh, Polymer. Dafür brauchen wir Obsidian. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade das Zeug geschmissen. Scheiße, noch geflamed. Den Popar. Er sagt, er will Metall farmen und dann schmeißt er Metall weg. Ja, ich weiß. Ich könnte auch Biberdämme looten.
Aber das ist mir jetzt irgendwie. Momentan noch nichts. Sind 600, oh Gott. Alles klar. Polymer. 400 Polymer, das heißt wir brauchen 800 Obsidian. Okay. Dann, gehen wir mal eine Runde, ob sie da anholen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, ist halt auch der, also ist halt wirklich auch der Vorteil, wenn man wenn man die Erfahrung hat und weiß, wie die Steine aussehen. Das war jetzt aber trotzdem ein kompletter Zufall, dass ich die Steine da finde. Die ist nass. Als ich das erste Mal Metallstein gesehen habe, konnte ich den noch nicht mal von den anderen Steinen unterscheiden. Da habe ich mich dann ruhig gefragt, ja, was ist an dem Stein jetzt so besonders? Sieht aus wie alle anderen auch. Aber wie gesagt, wenn man dann länger spielt, öfter spielt, dann erkennt man das halt alles. Und dann sieht man halt auch, dass es ganz anders aussieht.
bald echt ernst ist. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch erstmal einen ganzen. Die geht sowieso nicht. Ah, ja, ist gut. Hier ist auch immer so eine schöne Stelle gewesen für Pyrogas. Die haben sich dann hier auch mal sehr gerne unten versteckt. Eigentlich ganz coole Viecher, wenn sie auf deiner Seite sind. Schön gesehen. Ich vergesse, warum wir überhaupt hier sind, ne? So. Nice.
so langsam. Fühlt sich da irgendwie. Ja, dann machen wir den jetzt noch den Stein und fliegen wir zurück. Erfolgreicher Tag. Oha, jetzt wird angestellt. Glück gehabt. Oha. Na gut. So. Ein langer Heimflug. Ja, wir machen das ganz einfach. Ich gucke mich jetzt hier auf dem Feld, beende die Folge. Wir müssen mir jetzt hier nicht noch 5 Minuten zusehen, wie ich jetzt hier nach Hause fliege. So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Gebt gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo dabei, würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.